still survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive. Even when I'm in Cherno, up in Electro, I will survive. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal kein Daisy Roleplay hier am Start, sondern ihr habt es gemerkt oder ansonsten sage ich es euch jetzt, die Version, die neue Serverversion ist da, die 1.07. Und damit ist eine Menge neue Optionen für euch als Administrator eines Nitrado Servers für Daisy hinzugekommen ins Spiel, also für die Konsolenversion. Und ja, ganz kurz, das hier ist mein Server, der deutsche Roleplay-Server. Der Link zu Discord ist hier nochmal dabei. Wer da Lust hat auf Roleplay und mitspielen möchte, kann gerne auf den Discord kommen und sich bewerben. Voraussetzung ist, ihr seid 18 Jahre alt mindestens und ja, habt Bock auf Roleplay und nicht auf sinnloses Töten, PvP und so weiter etc., weil dann ist das absolut der falsche Server für euch. Der Link zu Discord, den findet ihr auch nochmal hier direkt unter dem Video in der Infobox, ansonsten halt auch in der Kanalinfo. Ja, genau, mein Server. So, was jetzt neu dazugekommen ist, ist einmal hier unter Werkzeuge der Dateibrowser. Da gehen wir jetzt mal rein. So, und da seht ihr schon, da ist ein Haufen Zeug dazu gekommen. Moment, das sieht bei euch, wenn ihr das erste Mal reingeht, sieht das so aus. Genau. Daisy Offline eh noch. Da klickt ihr einmal rauf und dann habt ihr das hier. Und zwar haufenweise XML-Dateien. Ja, also das sind Dateien, die man jetzt bearbeiten kann und sich seinen Server quasi so gestalten kann, wie man das möchte. Ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen. Wenn ihr Fragen habt zu etwas ganz Speziellen, dann schreibt die Frage hier unter das Video und dann mache ich zu den meistgefragten Sachen, mache ich dann nochmal ein extra Video. Es geht jetzt mir einfach nur hier rum, um euch kurz zu erklären, wie es funktioniert, eine Datei zu ändern, so wie ihr das haben wollt. Ja, zum Beispiel. Was kann man alles verändern? Also man hat hier das Economy-System. Ah ja, hier, DB. Das ist, darauf gehen wir in einem anderen Video nochmal ein. Database, da hat man im Prinzip, ich denke mal, das ist das, was die meisten interessiert, bei Types, die ganzen Waffen. Also das ist, denke ich mal, worauf es den meisten so ankommt, dass man halt, man möchte mehr AKs, mehr M4s und so weiter. Das kann man alles hier verändern. Ja, es gibt dann immer quasi den Lifetime-Zähler, also so viel Spawn insgesamt nur sind nur möglich. 10.800 jetzt zum Beispiel hier von der AK-101 Black. Nominal 0, ist klar, weil die die AK-101 Black gibt es nicht. Es gibt nur die ganz normale AK-101. Soweit ich weiß, oder hier AK-74, die ganz normale. Ja, spawnen jetzt bei mir auf dem Server zum Beispiel 10 Stück. Und, aber ich wollte hierzu gar kein Video machen, merke ich gerade. Deshalb gehen wir nochmal zurück. Und gehen mal auf Spawnable Types. Wir machen mal die Random Presets. Genau. Random Presets, das sind quasi die Sachen, die zufällig spawnen. Oder mehr oder weniger zufällig, denn ihr könnt das Ganze variieren. Also ihr könnt das verändern, ja, wo was und wie viel spawnen soll. Ja, ihr habt dann immer quasi die Cargo Chance. Also hier sind die Random Presets als Oberbefehl. Und dann haben wir zum Beispiel Essen im Dorf, ja, also Food Village. Ja, die Chance, dass Essen spawnt, ist hier 0,18%. Und welches Item genau spawnen soll, also 0,18 ist meines Erachtens nach, glaube ich, sogar 18%. Also das halt, also 1 wäre 100, also spawnt immer 1, das sind quasi 100%. Die Rate hier 0,18 ist 18%. Das heißt, an 18% aller möglichen Essen-Spawn-Punkte spawnt Essen. Ja.
So, und dann haben wir hier die Item Names, zum Beispiel Cola, ja, oder hier Pepsi, ist halt 5%, das an dem Punkt, wo dann etwas spawnt, zu 18%, ist dann zu 5% ist es eine Pepsi, zu 5% ist es eine Cola, zu 5% ist es eine Sprite und so weiter. Oder es ist halt hier eine Dose Thunfisch oder eine Dose Sardinen, die Chance ist etwas höher. Spaghetti und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt mal am lebenden Beispiel gleich auf dem Server. Ich bin momentan gerade vor dem Gefängnis. Deswegen haben wir hier die Prisoner Attachments. Die Prisoner Attachments, genau. Das habe ich jetzt hier schon geändert, um es halt schon vor dem Video zu testen, und es funktioniert. Normalerweise steht hier sowas wie Attachment Chance ist 0,2. Habe ich die Originaldatei noch? Ich schneide das mal gerade. Oder ist ja egal. Ist ja egal. Genau, also die Attachment Chance ist, glaube ich, 0,2 im Original, genau wie hier oben. Ja, also hier steht 0,2 und Heads Prisoner. Also quasi Kopf vom, also wo was spawnen soll. Der Kopf des Häftlings, der soll spawnen. Das habe ich jetzt ausgetauscht. Normalerweise steht hier Item Name, nicht Duct Tape, sondern da steht Prisoner. Also hier die Mütze halt. Ich glaube Prisoner Cap oder irgendwie sowas steht da normalerweise drin. Nun tauscht jetzt einfach bei Prisoner Cap, oder ihr macht halt hier, drückt hier Enter und macht eine neue Zeile, wie auch immer. Und macht dann einfach bei Item Name das, was ihr haben wollt. Also ich mache es jetzt nur zur Veranschaulichung. Ich habe jetzt einfach hier das Klebeband reingemacht. Duct Tape. Und die Chance habe ich hier auf 100% gemacht. Wobei, ich glaube, halt die 1 ist 100%. Also das ist einfach der Faktor 1. Also hat immer 1 dabei. Attachment Chance ist 1. Ja, also jeder Zombie hat ein Item dabei. Und also jeder Prisoner Zombie hat ein Item dabei, und welches Item das ist, also welche Chance das hat zu spawnen, stelle ich halt hier ein, und das ist das Klebeband zu 100%. Ich glaube, das habt ihr soweit verstanden. Wir gehen jetzt ins Spiel rein und schauen uns das einfach mal an, ob das funktioniert. Also machen wir jetzt einfach, speichern wir einfach die Einstellungen. Ja, hier, Einstellung speichern, machen einen Server Neustart und sehen uns gleich im Spiel wieder. So, wir sind jetzt auf der PlayStation angekommen. Ich muss hier ein paar Mal aktualisieren, der Server restartet noch im Augenblick. Ich schau mal kurz aufs Dashboard. Server ist gestartet, okay. Ja, da ist er auch schon. Also hier seht ihr nochmal, deutscher Roleplay Server, das ist mein Server. In Klammern nochmal der Link zu Discord. Falls ihr Interesse habt an einem guten Roleplay-Server, wenn ihr gute Roleplay-Spieler seid, wenn ihr über 18 Jahre alt seid, dann herzlich willkommen, bewerbt euch auf dem Discord, denkt euch eine schöne Story aus zu eurem Charakter, mit der ihr euch bewerben wollt, und nicht so eine 0815-Story, dass ihr halt ehemaliger Soldat seid oder irgendwas und jetzt irgendwie in Livonia aufgewacht seid. Ja, das funktioniert nicht, und wir joinen einfach mal. Ich bin schon am Gefängnis, habe ich mich als letztes ausgelockt. Deshalb müssten wir direkt ein paar Prisoner zu Gesicht bekommen. Schauen wir doch mal. Nicht wundern übrigens, wenn ihr gleich hier ein bisschen Stuff seht, also Zäune, Autos, etc. Habt ihr das auch gesehen? Das Tor ist da hinten aufgegangen von alleine. Ja, okay, ich gehe mal hier vor, mach mal das Tor auf, begebe mich immer direkt ins Auto und mach mir einfach mal nicht die Mühe, hier alles wegzuballern, weil ich keine Munition mehr habe.
sondern überfahre alle Zombies, die hier auf mich zukommen. Ja, also hier ist ein bisschen bebaut, weil das Gefängnis ist hier aktiv. Es gibt halt mehrere Fraktionen, unter anderem Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, also die komplette Justiz. Gibt ein Gesetzbuch auf dem Server. Und wenn man sich nicht daran hält, landet man halt im schlimmsten Fall da drinnen. Und deshalb ist das Ganze hier aufgebaut. So, sehen wir hier schon irgendwo ein Bösener? Da ist einer. Hallo meine Freunde, 3 Stück. 4 Stück. Okay, 3. Naja. Das müsste im besten Fall gleich 3 Ducktapes sein. So, wir fahren jetzt mal alles, was hier rumläuft. Wenn ich mal ein Video machen soll zum Server an sich, also was da Stand der Dinge ist, was hier so los ist, lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren. Dann zeige ich euch mal, welche Fraktionen es gibt und so weiter. So, haben wir hier einen Prisoner, da liegen 2 Stück. So, und da haben wir ein Duct Tape. Ja, der hier hat ein Duct Tape. So. Da liegt auch einer dazwischen. Und dahinter liegt noch einer. Ich sammle die jetzt mal nicht auf, weil sonst würde ich mir einen Vorteil verschaffen. Ich bin ja hier immerhin auf meinem Roleplay-Server. Und ich möchte mir natürlich keinen Vorteil verschaffen. Nur weil ich hier Admin bin und hier alles machen kann, was ich will. Ja, mir fehlt jetzt Munition. Ich hätte jetzt auch einstellen können, dass die ja alle die passende Munition für mich dabei haben und so weiter und so fort. Oder was ich halt auch alles haben möchte. Ganz egal. Wenn ihr einen eigenen Server habt, ihr könnt jetzt alles selbst bestimmen. Wenn ihr die Anzahl der zu spawnenden Waffen zum Beispiel verändern wollt, ich denke mal, das ist so, was die meisten halt interessiert, ist jetzt für den Server hier für mich nicht so relevant. Weil hier geht es halt ums RP, um die Story, die man erlebt und nicht um die dickste Wumme mit sich umherzutragen. Klar freut man sich, wenn man mal eine M4 findet oder so, aber es soll auch ein seltenes Ereignis sein, sagen wir es mal so. Ja, also man soll schon ein bisschen suchen, spielen, handeln. Es gibt eine Ingame-Währung bei uns, beziehungsweise ja, es gibt eine Währung, die dann über den Discord läuft, mit der man handeln kann. Kann aber auch mit Items handeln und so weiter und so fort. Und deshalb sammle ich das Klebeband auch nicht auf. Ja, wenn ihr die Anzahl der Waffen verändern wollt oder das, wo was spawnt und so weiter, ihr könnt die Zombie-Menge reduzieren und erhöhen. Wenn ihr das alles sehen wollt, mache ich gerne auch noch ein Video zu. Aber im Endeffekt, das kleine Beispiel hier, daran konntet ihr schon mal sehen, was man machen kann. Und das kann man eigentlich auf alles andere anwenden. Ja, vielleicht zeige ich euch im nächsten Video einfach mal noch eine richtig geile Seite. Falls ihr keinen Bock habt, die Sachen halt selber zu schreiben oder euch zu kopieren oder jegliches, zeige ich euch nochmal ein richtig cooles Ding, was ich gesehen habe. Gibt eine Seite, wo man einfach seine eigene XML-Datei hochladen kann und dann hat man quasi auf der Webseite eine Maske, wo man dann einfach sagen kann, ich möchte 30 M4s, ich möchte 30 AKMs oder 50 oder was auch immer und kann das dann alles da einstellen, speichern. Man bekommt dann eine bearbeitete XML-Datei wieder zurück und die fügt man dann einfach auf seinem Server ein und braucht dann im Server selber nichts mitzuschreiben. Also, wenn ihr das sehen wollt, ich denke mal, das wird das nächste Video sein. Also, ja, das war's von hier. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.